So, weiter geht's. Die anderen sind schon losgerannt, weil ein Spieler in Not, in Gefahr war. Aber ich glaube, er ist wieder auf Beine. Ja. Okay. Jetzt aber die Rampe hoch und dann... Ich weiß nicht wohin. Ran an die Buletten. Ran an die Buletten. Ach, die Brate, die ich immer... Wenn ich noch rasch machen kann, ne? Ist auch schön. Da unten kommt noch eine ganze Bande an. Ach, das seid ihr. Ja, wir bringen echte. Na gut, wo ist denn der Adler hin? Er war ein... aufgefressen. Und wie schmeckt er? Wie Hähnchen. Lecker. Auch einige Gestalten. Müssen wir jetzt in die Mitte oder wo müssen wir hin? In die Mitte. Mitte. In die Mitte. In sehr schön, da kommt der nächste, der Ärger will. Die nehmen jetzt Zwischenzeit da. Das kann ich einsetzen. Zum Beispiel. Deinen Elementar. Mein Elementar. Mein Elementar! Ja, natürlich mit Elementar. Da ist da. Ne, lässt sich nicht auf den Slot anwenden, aber auf den Ring. Der hat schon was, das hat schon was. Okay, dann halt nicht. Mein Elementar. Ah ne, da ist. Ich dachte schon, der wäre wieder tot. Aber das war ein so ein durchartiges Exemplar. Hier ist auch eine Wegmarke irgendwo, ne? Die hole ich mir auch rasch. Ja. So, sehr gut. Irgendwo sollte doch hier eine... Ah, hier ist die Fertigkeitsherausforderung. Zwiesprache halten. Ne, die reden eh nicht mit mir. Das versuche ich gar nicht mehr. Und hier ist jetzt einer dieser Karma-Kauf-Leute, die für Level 80 exotische Ausrüstung parat haben. Und von denen gibt es einen ganzen Haufen. Und die haben jeweils ein anderes Set, was man auch mischen kann. Und der hier hat zum Beispiel das... was ist denn das? Präzision, Vitalität, Heilkraft-Set. Das sind Werte, die für mich schon relativ interessant sind. Aber was ich mir dann letztendlich hole, muss ich mir noch überlegen. Deswegen mache ich jetzt hier keine Spontankäufe. Ihr seht, das ist mit 42.000 Karma pro Stück auch nicht ganz billig. Vor allem, wenn man nur 146 Karma hat, muss man dann schon ein bisschen gucken. Weil das reicht dann halt nur für, was weiß ich, 4 Teile oder so. Nicht mal, 3. Im Ernst? Du hast noch nicht so viel Karma angesammelt? Ja, im Ernst. Ich habe 1,400 Millionen. 1,44. Kannst du mir 1.443.000. Kann man ja nicht teilen, ne? Nee, leider nicht. Ich weiß, dass ich mir die Rüstung gekauft habe, aber ich weiß schon gar nicht mehr, wo ich die gefunden habe und wie viel ich ausgegeben habe. So. Karte checken. In diese Richtung ist ein Fertigkeitspunkt. Also mit dieser Richtung meine ich sozusagen die 10 Uhr, 11 Uhr Position, 10.30 Uhr. Ja, da ist also ein Fertigkeitspunkt, dazwischen eine Sehenswürdigkeit. Und wenn wir dann an der Küste entlang laufen, würden wir auch noch die letzte Wegmarke kriegen, Wegmarke Vereinigung. Ja, wo auch nochmal Sehenswürdigkeit eine ist. Ja, richtig. Also man könnte vielleicht... Wie rum ist mir eigentlich egal. Ja, also wir laufen jetzt hier Richtung 10.30 Uhr raus, machen dann im Uhrzeigersinn quasi die Runde und sammeln ein, was uns so begegnet. Ja, klingt das nach einem Plan? Das klingt nach einem Plan. Ja, ich habe hier in Richtung 12 Uhr diese Wegmarke Vereinigung, habe ich noch nicht. Ja, ja, von der sprachen wir gerade, dass wir im Bogen also zu der Wegmarke hinlaufen. Ja, ich glaube, da sind manche sind von unten, manche von oben, ne? Aber egal, wir gehen einfach mal los. Ja, einer gibt den Takt. Machen wir erstmal. Einer schlägt die Trommel und die Trommel, wir haben ja keine Musikklassen hier. Ach so, wir erschlagen alles. Jetzt kommen einige Turbulenzen auf die Zunge. Muss einem ja gedacht werden. Ein bisschen zäher.
Dann will ich nicht irgendwie in die Falle geraten und dann noch drei Stück hinten dran haben. Das ist ein bisschen angenehm. Ja, die wachsame Rekrutin da, die hat auch den Fehler gemacht. Ist da noch was zu looten? Nö, nicht für mich. Bei hier, die Akanistin ist auch schon tot. Aber die sind jetzt ja recht, glaube ich, auch recht niegelig. Ah, ne, das ist. Hier ist nochmal eine Sehenswürdigkeit, Ilias Funke. Jo. So, wo gehen wir jetzt lang? Links rum oder rechts rum? Uhrzeigersinn. Uhrzeiger. Wo geht? Ich weiß, heutzutage haben die Leute nur noch Digitaluhren, wissen nicht mehr, in welche Richtung der Zeiger sich dreht. Wir müssen aber noch weiter in die Richtung, in der wir waren und erst die Fertigkeitspunkt machen, ne? Der ist doch gar nicht mehr hier oben, oder? Moment. Wir sind doch gerade ziemlich hoch über dem Grund. Wenn man mal ja, okay, so an den Rand geht und dann in die Richtung späht, denkt man sich, das ist wahrscheinlich ja, da unten. Da kommen wir auch nicht wieder hoch, wenn wir da runter hupsen. Ja. Okay. Lass uns erst die Sachen machen, die hier oben sind. Lass uns erstmal den Uhrzeiger drehen. Wer hat an der Uhr gedreht? Oh, ich bin den falschen Weg gegangen. Ab jetzt wir müssen, Kacke. Wir müssen hier zu am Klavier. Allalal. Hui. Ja, hat einen. Eigentlich blöd. Vorhin waren wir quasi schon überall mal. Und jetzt dürfen wir nochmal dahin. Einen schockierenden Kristall gefunden. Hoffentlich bist du nicht schockiert worden dabei. Wer sich wundert, warum mein Inventar wieder so leer aussieht, ja, wir haben gerade Offscreen verkauft. Champion und Veteran vor uns, ne? Ich glaube, die sind aber irgendwo tief unten. Macht euch auf was gefasst. Denkt daran, dass man da geschubst werden kann, so nah am Rand. Ja, ich bleib mal hier in der Mitte. Viel besser. Haslo, du bist lebensmüde. Aber hier hinter ist doch noch eine Sehenswürdigkeit. Ja, da kommen wir aber unten rum irgendwo noch hin. Also, das ist unsinnig, da jetzt runterzuschauen. Die hat ja so einen kleinen Pfeil nach unten, das heißt, das ist, unten. Ich bin nicht mehr so ganz sicher, wie man da hinkommt, oder ob man sich da, ob man den Punkt hätte zuletzt machen müssen und dann selbstmörderischerweise da runterstürzen und dann nachher wieder über den Wegmarke wieder nach hier oben hochzukommen. Ja, wo müssen wir denn jetzt überhaupt lang? Also jetzt Uhrzeigersinn weiterlaufen, ist glaube ich sinnlos, denn unten das haben wir ja schon. Dann sollten wir vielleicht eher wieder auf der Speiche zurück in Richtung Narbe. Hey, irgendwas. Ja. Ui, Achtung! Es nähert sich ein ganz böser Hilex. Das ist ein Gruppen-Event. Das ist das unter uns. Das hat Taslo gerade auch schon erspäht. Okay. Also ich würde sagen, wir springen da in den, gucken, ob wir da runterkommen, wo Uli runtergeguckt hat. Ja, ich will aber erst einmal hier noch alles ablaufen, weil wenn wir hier weiterlaufen, da ist nochmal eine Sehenswürdigkeit. Die ist wahrscheinlich unter uns, aber ich möchte doch vorher alles abgelaufen sein, nicht dass wir dann nochmal wieder hoch müssen. Jetzt da unten auch nichts. Luft zu töten steigt. Geologische Gewalten, gehofft nicht. So,
mein Pet muss mal eben kämpfen gehen. Dann kann ich hier was. Gepanzert! Lebenspunkte erhöhen sich! Feuer! Das Pet vom Gele, das kann ja nicht retzen. Ich glaube, das Pet vom, wie heißt der Jäger? Waldläufer? Ich vergesse das immer. Irgend sowas in der Art, der kann ja auch teilweise retzen. Okay. Das war also falsch. Dann ist hier nochmal ein Fertigkeitspunkt, aber der ist ja auch unter uns. Dann müssen wir jetzt nach unten. Ja, aber wo? Ja, warte mal. Da hinten dieser, diese Sehenswürdigkeit, da hinten, da kommt man, glaube ich, nur hier von oben aus ran. Ach so, muss man hier an der Seite jetzt hier runterhüpfen oder wie? Ja, ich meine, müsste man irgendwo runterhüpfen und sich dann wieder. Ich lauf mal hier ein bisschen durch 10 Millionen Elementare durch. Hat mir aber bisher auch noch nicht geholfen, die Sehenswürdigkeit zu entdecken. Nee, das ist hier oben nicht. Nicht. Oben ist nichts mehr. Nein, es geht hier nur darum, ob wir hier uns an der Seite irgendwo runter machen. Ja, dann versuchen wir das jetzt mal. Aber warte, ich bin mir da nicht mehr so ganz sicher, ob das da überhaupt runter geht. Ja, hier ist bestimmt die richtige Stelle. Oh, komm, da springen wir runter. Leute, komm, da springen wir runter. Komm. Das sieht aber wirklich scharf aus. Mitten in das Rennen. Obwohl hier gar keine Brille liegt, ne? Auf drei. Sind alle da? Eins. Na? Ja, Brausewind. Nee, Haslo fehlt. Haslo ist da. Nee, Brausi fehlt. Brause. Genau. Es wollte was gibt's denn da so? Da wollen wir so runterspringen? Ja, genau. Eins, zwei, seid ihr doof? Drei, ja. Ja. Wenn die anderen von der Brücke springen, würdest du... Ja, natürlich. Das ist so eine dumme Frage. Ja, hat ja gut geklappt. Jetzt sind wir auf jeden Fall unten. Ich weiß nicht, ob wir hier richtig sind, aber wir sind unten. Mann. Da. Sollen wir an Land kommen, Brausewind? Ist das da richtig? Bin mir nicht sicher. Ich erforsche das mal hier so ein bisschen. Ja, ich komme auch mal. Ich bin sowieso lieber an Land als im Wasser. Ja. Ja, hier wo ich stehe. Da ist. Ah, sehr schön. Ich weiß zwar nicht, was jetzt hier unbedingt so sehenswürdig sein soll, aber okay. Find ich hier also, ich finde, Stelle es war eher sehenswert wie wir, ne? Ja, das war auf jeden Fall. Jetzt müsste man überlegen, kommt man jetzt hier. Der Instinkt hat dich geleitet. Irgendwo weiter oder. Ich will klettern. Ich hab hier was zu klettern. Ja, geht schon mal ohne mich vor. Ich amüsiere mich hier gerade. Na. Was treibt denn da auf dem Wasser, dieses Packleuchtfeuer? Ah, okay. Ja, es ist jetzt eigentlich egal, ob wir zu der einen oder zur anderen Richtung gehen, weil auf beiden Seiten sind Fertigkeitspunkte zu holen. So. Komm trotzdem mal hierher, dieses Packleuchtfeuer. Warum ist da das Zahnrad dran gegeben? Okay, ich schaue es mir an. Packleuchtfeuer, Zahnrad, wo muss ich gucken? Gewinne, Adrenalin! Oh, ein Packleuchtfeuer! Da ist eine tote Leiche, also ein angeschlagener Spieler. Ich kann hiermit interagieren. Achtung, gefährliche Gewässer voraus. Wo? Ach, das teilt uns mit, dass da hinten dieses Event stattfindet. Und da hinten ist auch der Spieler, Smog Frostborn. Er ist ein bisschen angeschlagen, lag gerade schon einmal am Boden. Aber jetzt ist er wieder. Ui, da ist irre große Fische kommen. Wo wir schon mal hier sind, führt uns das eben. Ja, das führt uns in Richtung Fertigkeitspunkt. Schöne Grüße, Smog Frostborn. Sie sind jetzt im Internet. Ja. Erhöhte Toxizität. Da gibt's wieder was zu ernten. Geologische Gewalten, gehorcht mir! Vorsicht, Ärger im Anmarsch. Ein auferstandener Verseuchter. Bitte, bitte, bitte. Dann sollten wir hier mal hergehen.
Ja, ich glaube auch, hier durch die Felswand kommen wir nicht durch. Da müssen wir irgendwie drum rum. Jetzt haben die mich hier festgewurzelt. Moment, so, jetzt geht's klar. Smog Frostborn scheint auch ein bisschen den Weg zu suchen. Ich bin einfach oben rumgegangen. Ja, das machst du auch richtig so, glaube ich. Guck mal, die da unten, die kommen jetzt nicht hoch. Weil sie falsch sind. Wir leben. Ihr müsst, glaube ich, nochmal zurück. Rosewind und Haslok, genau. Ja, wir haben noch gerade ein bisschen. Die nächste Abzweigung nehmen. Genau. So, an dieser Stelle machen wir mal wieder einen kleinen Cut und sehen uns gleich wieder. Und Cut.